Obwohl, was die Koalitionsverhandlungen betrifft, sollten wir vielleicht unseren Bundeskanzler lieber fragen, der sich wahrscheinlich noch besser auskennt als der Rater. Und der ist uns ja auch zugeschaltet. Ja, Herr Feimann! Wie schaut's aus? Herzlich willkommen. Schön, dass ich wieder mal in der Sendung dabei sein darf. Gerne. Es sieht gut aus. Die Koalitionsverhandlungen sind in vollem Gange. Und wir haben schon einige wesentliche Punkte beschlossen. Allen voran einmal werden die akademischen Titel abgeschafft. Wir werden die nicht mehr öffentlich dazuschreiben. Sehr egal, wer ein Studium gemacht hat und wer keines gemacht hat, denke ich mir, nicht? Genau, die Titel werden gestrichen, weil es hat ja eh schon jeder einen von der FH. Und wir haben uns überlegt für die Koalition Rot-Schwarz, das ist nicht gut, wir wollen eine eigene Koalitionsfarbe und wir haben uns für Beige entschieden, weil Beige ist ja eigentlich keine Farbe, genauso wie Schwarz und es ist farblos und passt gut zu uns und unseren Gesichtern und trägt nicht auf. Genau, Sie sehen jetzt hinter uns auch schon die neue beige Koalitionsfahne, die ist auch klein kariert. Ich denke auch, das passt ganz gut zu unserer Politik. Gibt's Fragen? Keine Fragen bisher, Herr. Gut, dann gehen wir an die Arbeit. Danke. So, gehen wir spielen die. Ja. So, wir haben noch ein sehr großes Arbeitspensum. Ja, ne? Ja. Wir müssen jetzt an die Arbeit gehen. Ja, na gehen wir's an. Ja, so. Los geht's. Ha, du, und wenn die Landeshauptleute wieder irgendwas von uns wollen, was sagen wir denen dann? Sagen wir, das geht euch gar nichts an. Genau. Einen Scheißdreck. Geht ja. Scheiß. Genau. Aber ja. Geht nicht, gibt's nicht. Schau, da kniet einer von uns. Das der geht hat ja so gar viel nicht, Respekt. So ein Foto jetzt in der Wirtswergel. Der geht nicht, der kniet. So, wo Werner, geht's jetzt hin? Da links? Werner, ja? Ich glaube, da waren wir schon einmal. Wir sind im Kreis gegangen. Ja. Da geht's schon, gehen wir da weiter. Ja, wie geht's Ihnen? Geht's gut? Ja. So, ja. Na gut. Der mir geht auf die Nerven. Ja. Ja, mir geht einer ab gleich. Ja, mir geht nichts ab. Ja. Ach, so, ich würde ja. Gar nicht gern gehen, ich würde mich gern gehen lassen. Ach, von geh. Ja. So, dann gehen wir weiter. Ich geh jetzt weg. Ich bin so am Bissen. Ich gehe seit 3 Tagen im Kreis da. Im Parlament, ich finde den Ausgang nicht. Ich hätte ja einen Außentermin an dem Wochenende. Nicht? Und ich finde da nicht raus. Ich war halt gerne in die Berg. Nicht? Da machen wir ein Treffen, der Schützenhöfer und die Ewerten dort. Nicht? Und der Brüll Erwin und ein Wiener, der sich nicht auskennt, wie man sich anzieht in die Berg. Und jetzt ist schon wieder deppert, ja? Ich hab alles gehört. So, auf zum Vögelhof. Und dann darf mein Vögelhof sein, nicht? Es ist zum Kreinreiben, dass ich dort nicht dabei kann. Wirklich wahr, gell? Aber man soll über verschüttetes Kernöl sich nicht aufregen. Der Michel hat am Ende sagen, ich hab einen Durst. Und dann hat man alle an die Arbeit gehen, gell? Vielen Dank, Maschek! Herzlichen Dank, liebe Kollegen!